Hallo am 20.03. Wir schauen heute in das Queen of the Moon Oracle und sehen mal nach, welche Tageskarte rauskommt. Okay, da sind zwei Karten gefallen und einmal die Nummer 33 und einmal die Nummer 38. Wir haben hier mit der Nummer 33 Blossoming und wir haben mit der Nummer 38 Abundance. Ja, wenn ich sehe, zwei dieser wunderbaren Karten, die eine mehr frühlingshaft, die andere mehr herbstlich, dann sehe ich hier bei Blossoming für einige von euch, dass sozusagen der Anfang jetzt gerade spürbar ist von etwas Großem. Ihr spürt, dass die ersten sozusagen Einnahmen hereinkommen von einem Projekt, das ihr gerade gestartet habt. Ihr spürt, dass ihr die ersten Früchte sozusagen seht. Vielleicht sind sie noch nicht reif zum Pflücken, aber ihr seht schon, dass die Knospen rauskommen. Ja? Bei euren Projekten geht also etwas voran. Es gibt Wachstum, das spüren einige von euch hier mit Blossoming. Und mit Abundance sehe ich, dass für einige von euch schon die vollkommene Fülle da ist. Einige von euch sagen, ja, auf meinem Baum sind nicht nur die Knospen zu sehen, sondern ich kann schon die Früchte ernten. Ja? Da ist quasi schon Erntedankfest angesagt. Also einige von euch sind da schon von ihrer Entwicklung her etwas weiter. Und damit meine ich nicht, dass die Leute, die sich mehr in der Blossoming-Energie befinden, dass die irgendwie schlechter wären oder hinten nach oder sowas, sondern es hat jeder seine eigenen Zyklen im Leben und die überschneiden sich nicht deckungsgleich mit anderen Leuten, sondern jeder hat seinen eigenen Pace und seine eigene Schrittweise nach vorn zu kommen. Und hier mit dieser Abundance-Karte, da sieht man ja, da ist sozusagen die Disney-Prinzessin umringt von allen möglichen Tieren im Wald. Ja. Da sehe ich Fuchs und Wildschwein und Dachs und Rehe und Eichhörnchen und alles ist da. Und bitte beachtet, dass da drei Füchse auf der Karte sind. Einer ist in ihrem Arm und zwei sind unten. Und die Füchse stehen immer für etwas Schlaues. Das heißt, vielleicht ist der Grund dafür, dass ihr schon in dieser Fülle-Energie seid, der, dass ihr etwas ganz Schlaues gemacht habt. Ja? Ihr habt irgendetwas lang im Vorhinein und sehr schlau und gut durchdacht geplant und das ist der Grund dafür, warum bei euch schon so viel Erntedank ist. Ja? Aber auch für diejenigen, die noch in der Blossoming-Energie sind, wo es gerade erst anfängt zu sprießen, auch für die ist das ein wunderbarer Tag heute, weil ihr eben sagen könnt, wow, ich habe gemerkt, ich habe da Energie und Zeit und Arbeit reingesteckt und jetzt sehe ich schon die ersten kleinen Knospen dieser Energie, die ich da reingesteckt habe. Ja? Das ist beides für beide Stadien eine sehr, sehr schöne Energie, wunderbare Karten. Und dann schauen wir mal, wer ist der Glückspilz des Tages? Der Glückspilz ist heute der Schütze. Und Glückszahl haben wir die 12. Finde ich ganz wunderbar. Bitte vergiss nicht, ein Like unterm Video und ein Abo auf dem Kanal zu lassen. Beides ist natürlich vollkommen gratis für dich. Und wir sehen uns. Tschüss!